willkommen zu einem neuen Clip aus der Reihe Basics. Heute Sellerie schälen und in Würfel schneiden, zum Beispiel für eine Suppe. Wir schneiden hier mit einem schönen scharfen Messer sukzessive die Schale ab. Kann man je nach Größe der Sellerie und je nachdem wie hart die ist, entweder vorsichtig, so wie ich das mache, abschneiden. Oder wenn man darin nicht so geübt ist, kann man einfach wie beim Schnitzen schön das Messer vom Körper wegbewegen und sauber die Schale abschneiden. Wenn die Schale runter ist, zeige ich euch, wie man das Ganze dann schön in kleine Würfel schneidet. Das ist prima als Suppengewürz und Gemüse. Wirkt aber, da will man in der Regel nicht so große Stücke haben, sondern so kleine. So, nochmal gucken, kleine braune Stellen, ja, eine noch, alles ab, doch, da hat sich noch ein Stück Schale verstecken wollen. Die Schale schmeiße ich hier nicht etwa auf den Fußboden, sondern in meinen Biomülleimer. So, wie schneiden wir das Ganze jetzt in Stücke? Wir schneiden es zunächst in Scheiben und dann schneiden wir die Scheiben im Prinzip in Streifen, wie ihr seht. So habe ich es in Streifen geschnitten, jetzt schneide ich quer dazu und schon habe ich wunderbare Selleriewürfel und das mache ich jetzt mit dem Rest der Knolle auch noch.